Haben Sie auch gesehen, das Tablet hat gerade auch zünftig aufgeschlagen. Ich würde über St. Gallen Seniorenabonnent machen. Die WOTS macht das. Jetzt habe ich die WOTS abonniert, 100 Franken billiger. Ich denke ja gar nicht daran, dass ich schon lange 65 war. Sicher. 100 Franken billiger. Und da habe ich jetzt einfach nicht Kaffeezentrum geschrieben, sondern Neugasse 12. Wenn ich da rein wohne, in dem Haus rein, oder? Ja, ja. Gut, Melando. Rippli, Suchwut, Kesselfleisch, das ist übrigens eben das dritte Kind, oder? Die Tochter von der Margit. Die, die die schönen Vögel gemacht hat. Aha, ja, das ist die älteste. Ja. 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 Ah, wunderbar. Du kommst gerade Hunger rüber, gell? Ja. Ja, und das ist jetzt mein Vogelhäuschen. Wo ist es? Das sind schon die ersten Vögel. Da sind sie schon drin. Ja, ja. Schau mal, siehst du es da? Ja, sogar eins oben drauf. Jetzt musst du gut schauen, die streiten sich ums Futter. Siehst du es? Und Frau Hofrohr, wieder ein bisschen Wiener Honig drin. Übrigens, Frau Rüdesüli, ist denn ein Tisch reserviert worden auf der Drüge? Da! Ja. Aber ich finde den schon einen Tisch. Schauen Sie, da vorne gibt es einen Tisch. Ich schaue gerade. Da war dann das Hauptspeis. Coq-au-vin, Coq-au-vin. Kennst du das? Coq-au-vin. Boulet mit Wein, einer Weinsauce gemacht. Der heisst Coq-au-vin. Oder? Und da hast du noch Dings, Spätzli selber gemacht. Oder Knöpfli. Und da wieder die Landschaft. Es ist so weit, sehr heiß heute. Mit richtigem Suppenbrühe. Und wünsche gute. Ja, jetzt muss ich gerade noch den Frau Baumgartner anrufen. Ja, ja. Grüezi, Frau Baumgartner, Vogelkaffeezentrum läutet da. Ich möchte Ihnen mitteilen, ich weiß, morgen kommen Sie, oder? Gut, und jetzt, das Apparat ist dann hier im Haus zum Abholen. Ja, gut. Die Frau hat den Blutdruckmesser bestellt im Kaffeezentrum. Ja, den Speck mitgenommen, Herr Vogel. Ja, machen Sie ja. Machen Sie nur. Das ist auch eine Idee, oder? Das ist auch eine Idee. Kochen den Speck. Stopp, stopp, ich möchte Ihnen ganz herzlich gratulieren. Ja, zu Ihrem großen Geburtstag. Ich muss Sie doch keinen diese Woche. Ja. Soll ich gerade noch schnell singen? Ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday, alles Gute. Happy Birthday to you. Danke, happy birthday. Heute ist ja noch kein einziges Glas zersprungen. Das ist ja fast ein Wunder. Ja. Ich höre auf, wenn ich will. Ich frage nicht genau. Sie haben ja auch mit wie viel aufgehört? 63. Ja, schämen Sie sich? Ja, ja. Yes, so aktiv im Leben. Hm? Nein, aber mit 70 höre ich dann auf. Ist gut. Danke für alles.
eine gute Aktion. Hei, hei. Ich war auch vor 10 Jahren mal hier rein. Sind Sie schon da? Ich bin schon 27 Jahre da. Wer halten Sie? Sind Sie? Ja. 16'000 Kilo habe ich spielend schon gekauft. Ja. Ja, wenn ich in den Coop oder in den Migros gehe, werde ich fast immer an der Kasse gefragt. Gelle Sie, Sie haben sicher ein Kinderheim. Ah, ja. Aber schon lustig, wie Sie immer aufs Kinderheim kommen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich würde jetzt auch nicht über ein Altersheim. Nein, ja. Nein. Altersheim dürfen Sie keine Nüsse verteilen. Da gibt es Probleme. Ah, wegen der Nein. Ist das gefühlte Schock? Es könnte auch Kirsche probieren. Mal. Und das Ganze ist ja, ich glaube schon. Das ist Kirsch. Das habe ich halb gedacht. Magst du dich noch erinnern, wo es unten auch Kaffee war? Ja, das ist genau, ja. Es ist ein Steger gerade oben. Ja, mag ich mich noch gut erinnern. Willst du Eier essen? Nicht. Sind sie süß wie verrückt. Da sind wir auch mal drin, die wir nicht können. Ja, aber das ist schon lange her. Ich kann mich nicht mehr fallen, weil ich einfach los ist. Nein. Also, dort ist kein Rest, da musst du hindern. Und die Metropole ist doch auch etwas anderes. Ach Gott, das ist nochmal eins umgebaut. Bloß wir sind nicht auf. Dann gibt es keine Renovation mehr. Ja, ich will ihn nicht lupfen, aber der ist leer. Also, ja. Sie, da ist denn schön. Ja. Schön, gell? Das ist der, wo das Geschenk. Auch da ist das Geschenk. Der im Kloster, wo ja, genau. Sie schreiben Bratwurst und als Weihnachtskugel. Ja, genau. Ach, da gibt's auch. Ja, ja, hat er auch, ja. Ja, da ist mir eben, wie Sie, da ist mir gerade durch den Kopf. Ja, ja, der denkt jede Woche, da muss mit der Psyche etwas sein. Ja, aber also sie kommt auch nicht mehr, Frau Willi. Frau Willi kommt auch nicht mehr. Wenn ich einen Menschen ein paar Mal gesehen habe, kann ich gerade voraussagen. Jetzt habe ich auch eine Frage gesagt, Sie haben sicher Grippe. Erstens nicht mehr gekommen und ganz andere Augen. Ich sehe das sofort. Jetzt brauchen Sie ein Glas Wasser. Ja, ja. Ich musste noch holen. Sie, was trinken Sie gerne dazu? Ja. Ich möchte nicht ein. Nein, nicht. Ein. Wie sagt man? Wir sind hier nicht in der Gasse gekommen. Ja, ich meine, da. Hättest du jetzt nichts drin? Ja, leider, hättest du nicht. Eben. Kein. Ja, also, jetzt schon. Ja, nein. Jetzt der schwarze Schocke ohne uns, glaube ich. Ja. Wenn sie können. Ja. Jetzt kommt der meine strengste Zeit bis zur Welt. Sehr streng. Was auch möglich ist, dass ich da dann 2 Wochen Ferien mache. Von der Weihnachten. Dann bin ich dann weiter weg, dann gehe ich in den Auerzone. Das ist meine Überlegung. Aber eben das Problem ist, an der Weihnacht, na ja, können wir die Leute nicht allein in St. Gallen sein. Das kann man ihnen nicht antun. Auf Wiedersehen miteinander. Können wir Sie wohl teilen miteinander, wenn Sie wollen. Sie haben schon noch ein bisschen Weihnachten an der Tür, haben Sie es gesehen? Und der Schnee kommt am Wochenende. Nein, 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 nein.
Das ist ja noch nicht Weihnacht. Das ist noch. Das sind sie. Und der Winter kommt nächsten Samstag. Wissen Sie? Ja, aber sicher. Schauen Sie das Wetter an. Das kommt wirklich. Ich schaue immer drin, wäre ich gestorben. Manchmal kann ich die Dörfer alles mitnehmen, mehr Vogel. Ja. Da ist nichts, da ist nur da. Nein, ja. Und da ist Reklame. Oben also, da ist noch also, die Ampel. Eis. Voller Walter. Ein Junge, 1950. Ja. Jetzt können Sie noch... Dürfen alles packen? Noch der Gute. Nehmen Sie da noch ein Säckli? Nehmen Sie noch ein Säckli für den Gipfel? Hm. Oder so? Ja, ja. Jetzt liegen Sie noch einfach rüber. Jetzt kommen Sie noch der Gute rüber. Jetzt hat ihn da ein bisschen Brosen. Ja, der macht nichts. Da macht gar nichts. Ich muss alle Morgen, jetzt mache ich es dann am Morgen, muss ich da meine Medikamente richten, dann jene und dann noch die anderen. Also, da muss die ganze Schweiz machen, nicht nur ich. Eben. Da muss die ganze Schweiz machen. Also da ist auch da. Das ist das Ding. Jawohl, danke dir mal. Grüß Gott, Herr Hochreitner, guten Morgen. Ja, ja, ich habe schon gedacht, Sie rufen mal an. Aber ich hätte Ihnen eigentlich noch anrufen wollen. Heute, am Sonntagmorgen, geht es jetzt eben leider nicht. Weißt du, ich bin am Christbaum, ich muss den fertig werden. Da geht 2-3 Stunden. An der Weihnacht rufe ich Ihnen dann schon noch an, so wenn Sie auch nicht glauben. Den habe ich vorher gesehen, oder? Gell? Mal. Ja, ja. Sie sehen hier schwach ein Zeichen. Sehen Sie? Ja. Wir müssen beim Rundum ungefähr, gerade oben runter, schauen Sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und jetzt können wir Sie sehen, da, senkrecht oben runter, nicht zu viel Druck, sonst hat es viel Farbe. Schauen Sie mal die schönen Sterne. Beim Rundum, gell? Sie sehen es. Schön grad und ein bisschen Druck. 1, 2. Farbe nehmen. Ja, und jetzt Farbe. Aber hämmern. Ja. Genug Farbe nehmen. Zack. Ja. Ja, schön grad aufdrücken. Das spielt keine Rolle. Wunderbar. Ja, Sie machen das sehr gut. Na ja, auf der Post schaffen. Der Frischbaum ist schon jetzt. Ja, was, sehr schön, ja. Jetzt wird die Lichter brennen. Mir gefällt eben der Sepp Engel dort oben, gefällt mir so ja, gut. Ja, schon. Der hat gesagt, er hat einen Motor und der Motor ist 25 Jahre alt. Ja, wahr. Und geht immer noch. Ah ja, da hat er gar nicht geachtet, dass er ja, der bewegt sich. Ja, ja. Oh, jetzt, Achtung. Wir fangen da mit alle Jahre wieder. Kommt das Christuskind. Bitte Sie alle mitsingen.
Und wenn sie den Text nicht kennen, dann sie einfach summen. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo die Menschen sind. Warten, warten, warten. Ich tue dir gerne. Noch 10 Jahre oder? Den Gefallen kann ich Ihnen leider nicht machen. Eben, dann müsste ich auch wieder 95 werden. Und sage, solange ich lebe, kann ich noch zu mehr Vogel. Ja, sie fehlen dann schon, wenn sie einmal nicht mehr sind. Dann ist irgendetwas nicht mehr so gut. Kulturell und einen Weg. Was kulturell? Wegen der, ja, weg der 20 Minuten Zeit, ich meine. Sie kommen sie gut heim. Ja, ich hoffe es, ja. Und sonst rutscht sie gut ins neue Jahr rein. Guten Abend, ja.